So, gewisse Sachen muss man trennen. Also das Thema Trennwand. Viel Spaß. Und zwar hinten im Challenger Venny V217 in dem schönen großen Staufach unter dem Bett auf der Fahrerseite. Viel Spaß beim Zuschauen. So, als allererstes legen wir die Trennwände hier hin. Ja, wie ihr seht, ne, der Ronny spart nicht am Panzerband. Hier sind ja auch wieder, ich nenne sie Nupsis, die kommen hier in die Löcher rein. Wir machen die Bretter einmal runter. Zack, immer jeweils zwei. Und dazwischen kommen dann die... Ich zeige euch das gleich auch mit der Kamera. Das heißt mit der Schulter könnt ihr auch schön das Brettchen hier hochdrücken. Und dann funktioniert das. So, die Seite machen wir auch noch hin. Rucki zucki. Und auf der anderen Seite nehmen wir euch mit der Kamera. Also einfach reinstecken und fertig ist die Laube. So, dann nimmt ihr eins von diesen herrlichen Brettchen und könnt die dann, das ist ein bisschen Fummelarbeit, theoretisch reinmachen. Aber ihr müsst dafür einen Nupsi lösen. So, 1, 2, 3. Wie gesagt, damit es nicht schief geht, erstmal auf einer Seite die Nupsis rein, damit ihr das Brett reingestellt bekommt. Und dann einfach die Nupsis hier, zack, davor. Sonst wird das nicht. Unten genau das gleiche. Oh, an die Kamera. Ist halt, ne? Wohnmobil, ich bleib dabei. Ehrlicher Kanal, ehrlicher Junge. Es ist halt ein bisschen enger. Hier muss man sich mit vielen Sachen einfach arrangieren. Ja, und das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Brett bereite ich vor. Guckt, dass ihr das Brett richtig rum reinmacht. Es gibt nämlich eine Seite. Da haben wir keinen Furnier dran. Und auf der anderen Seite ist es natürlich zu sehen. So. Also hier meine... So. Also hier meine schöne Tüte. Das heißt... Brett habe ich jetzt links stehen. Das heißt, da mache ich die Nupsis rechts rein. Ne, einfach hier reinstecken. Das ist wirklich ein bisschen Fummelarbeit. So, hier das gleiche Spiel. Eins. Zwei. Brettchen. Davor. Auch hier müsst ihr gucken, wegen der Kante, dass das passt. So, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, habe ich. Das ist, wenn man das falsche Loch benutzt. So. Also auch hier wieder, ne, oben, unten. 1, 2, 3, fertig ist die Laube. Aber, ne, also hier, ich zeige es nochmal, eine Aufnahme. 1, 2, 3, da sind auch wieder vier Löcher. Den Nupsi. So, ich zeige es. So, Kamera nochmal positioniert. Das Ganze hier, 1, 2, 3, davon vier Stück. Rein und glücklich sein.
So, Maße. Circa 117. Tiefe bis hinten hin. Da ist auch Heizungsrohr, müsst ihr aufpassen. 55,5. Und die Höhe sind wir bei 65. Läuft. So, jetzt könnt ihr sehen, auch hier mega einfach, mega ausgeklügelt. Das funktioniert. Auch dahingehend, denkt daran, wenn ihr die Bretter irgendwo einlagert. Am besten, ich habe sie flach hingelegt, wo es gerade ist, und natürlich auch trocken. Sonst geht euch das Holz kaputt und dann kriegt ihr die Bretter im Leben nicht mehr rein oder sie faulen weg. Denn das ist ja alles Leichtbauweise. Das heißt, die saugen sich ruckizucki mit Wasser voll. So, viel Spaß beim Umbauen, Einbauen und beim Reisen. Haha, nicht zu vergessen, denkt daran, ganz wichtig für euch, 4 Folgen im Abspann. 1, 2, 3, 4. Die, zum Thema Challenger Rennie und natürlich auch zur Playlist Allrounder Sunrise 99 Check. Euch dahin bringen, einfach klicken und dann passt das schon.